Grüezi miteinander, mein Name ist Bernhard Lüthold. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie eine Verformung aus der Struktursimulation, aus der 3D Experience Plattform exportieren können. Wie Sie bereits schon gesehen haben, haben wir hier eine Büroklammer verbogen. Und ich gehe gerade mal in die Verschiebung hinein. Durch das Aktivieren gehe in den letzten Schritt aus der Verschiebung und komme jetzt zum Befehl. Und zwar über die rechte Maustaste können wir hier die destillierte Form extrahieren. Ich wähle jetzt hier den Zielort an, das wäre mein Modell. Ich kann einen Namen geben, tue das gerade mit OK bestätigen und das ist auch erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt hier eine neue 3D-Form bekommen und die 3D-Form tue ich gerade mal in einer separaten App nochmal aufmachen. Ich bin hier jetzt im Modell Preparation App drin. Das Ganze kann ich jetzt hier direkt exportieren. Wir haben hier verschiedene Formate. Ich entscheide mich hier jetzt für das STL, definiere an den Ort, wo ich das lokal auf meine Festplatte speichere. Auch das war entsprechend erfolgreich gewesen. Und ich wechsle jetzt hier auf mein SolidWorks hin. Auch hier kontrolliere ich einfach ganz kurz und schnell die Importoptionen. Da wird die Volumenkörper. Und per Drag and Drop kann ich jetzt das STL in mein SolidWorks ziehen und auch hier wieder importieren. Sobald das importiert wurde, kommt jetzt hier die verbogene Form über. Auch hier kann ich natürlich entsprechend auch noch Kanten darstellen. Aber Sie sehen da schön auf der linken Seite, dass ich hier ein sauberes Volumenmodell bekommen habe. Merci fürs Zuhören und bis aufs nächste Mal.